NAHTV ist heute auf der WUF, der Haustiermesse, hier auf dem wunderschönen Kornmarkt in Bad Kreuznach. Und wir haben gedacht, damit wir richtig guten Zugang bekommen, wir brauchen eine fitte Spürnase und wir haben einen Assistenten, das ist heute der Keno. Der begleitet uns hier auf der WUF, auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach. Und wir freuen uns auf viele interessante Gespräche, nette Anreize für unsere Vierbeiner und schauen, was wir für Sie, für die Zuschauerinnen und Zuschauer von NAHTV entdecken können. Ich freue mich sehr, dass wir Julia Klöckner treffen und das noch bei wunderschönem Wetter. Zuletzt beim Automobilsalon, da haben wir ein bisschen gefroren. Da war es kalt, gell? Da war es ein bisschen wolkig. Aber wir haben uns nett warm gesprochen. Das war ja auch ziemlich zu Anfang des Automobilsalons. Frau Klöckner, bei Ihnen braucht man nicht zu fragen, ob Wuff oder Miau. Es ist Wuff und das ist Ella. Sie zieht hier so ein bisschen an der Leine. Sie ist ganz aufgeregt. Der Kornmarkt ist voller Hunde. Die Fußgängerzone ist voller Hunde. Das ist toll. Absolut. Das wäre mal so eine Frage gewesen. Wie finden Sie es denn? Tiermesse im Herzen der City hier auf dem Kornmarkt? Ja, also ich glaube, dadurch, dass es hier überall Wasser und Futter und Schatten auch gibt, das ist ja wichtig, dass man so ein bisschen artgerecht auch drauf achtet. Das ist eine tolle Idee, weil die Hunde haben so Spaß untereinander. Die können da Geschicklichkeitsspiele und sowas machen. Und jeder Hundehalter weiß selbst, wann es genug für seinen Hund ist und wann eben noch ein bisschen Raum ist. Und ja. Ich glaube, tolle Initiative. Wir haben eine tolle Location und wir haben auch gesehen, unsere Hunde, die nehmen auch schon wunderschönen Kontakt miteinander auf. Was gab es denn für Sie bisher schon Interessantes zu entdecken, beziehungsweise für Sie natürlich? Ella, unser Labradudel. Wir haben uns noch mal ein bisschen Futter angeschaut. Auch ich habe jetzt ein paar Prospekte für andere Leinen noch mal mitgenommen. Und ich will auch so mit ihr so ein bisschen trainieren, weil sie ist schon, also sie ist sehr artig, muss man sagen. Aber manchmal denke ich mir, so ein bisschen könnte ich es noch ein bisschen besser machen. Und da habe ich mir ein Buch rausgeholt. Das denken wir bei uns eben auch immer. Ist genau dasselbe, ein bisschen artig, aber ein bisschen Vorwitz, das steht Ihnen ja auch alle gut. Ja, sie ist ja noch jung und außerdem sind es Tiere, also wir sollten sie nicht so sehr vermenschlichen. Gebe ich Ihnen absolut recht. Frau Klöckner, genießen Sie den wunderschönen Samstag. Sie entdecken Sie noch viel Schönes und vielen Dank, dass Sie für NAHTV Zeit hatten. Gerne, alles Gute. Dankeschön. Tschüss, bis dann. Ich freue mich, dass wir den Herrn Huth wieder getroffen haben. Herr Huth, wir haben uns im Juni beim Feierabendmarkt, das war hier auf dem Kornmarkt, getroffen. Und da haben wir es ja schon ein bisschen angekündigt, wir werden uns öfter sehen. Ja, das stimmt, wegen der Sendung, das ist historisch Bad Kreuznach. Wir sind also schwer dabei, das Intro ist gemacht, die Bilder sind zusammengestellt und los geht's jetzt mit den Dreharbeiten Anfang Oktober. Und dann freut euch, Kreuznach interessant und pikant. Das gibt bestimmt was Gutes. Interessant und pikant. Und so war auch heute Morgen unsere kleine Zusammenarbeit, sage ich mal, wie Sie so schön sagen, für den Vorspann. Also wir hatten schon richtig viel Spaß miteinander. Und ich glaube, dass wir das ganz toll fortsetzen werden im Studio, wenn wir dann über Kreuznach in alten Ansichten sprechen. Ja, also wenn das so gut wird, wie heute Morgen die Aufnahmen, dann kann ich nur sagen, spitze, generationenübergreifend. Und wer jetzt schon mal ein bisschen Lust bekommen hat, dem verrät der Herr Huth jetzt auch gleich noch, wie seine Facebook-Seite heißt, wer sie noch nicht kennt. Sie haben eine wahnsinnige Reichweite, aber gerne noch mal den Zuschauern sagen, so als kleiner Appetizer, wo findet man sie auf Facebook? Ja, auf Facebook, die Adresse ist Bad Kreuznach, meine Stadt. Und kurz zur Reichweite, ich denke, dass ich heute die Millionen knacke. Das ist 1 Million verschiedene Menschen pro Monat, die ich erreiche mit der Seite. 60.000 Interaktionen und mehr. Das ist schon was für eine regionale Seite, die übrigens weltweit ausgespielt wird und die läuft rund um die Uhr. Wir haben viele Fans aus Amerika zum Beispiel, aus Südeuropa bis hin nach Alaska. Also ich bin da schon ein bisschen stolz drauf, auf die Beiträge und vor allen Dingen bin ich stolz auf die Fans. Davon lebt die Seite und ich hoffe, dass mit dem Film, den wir machen, dass ich da ein paar Menschen auch Freude machen kann und noch mehr erreiche. Ich bin ganz, ganz sicher, wir freuen uns drauf. Mitte Oktober geht's los bei NAHTV. Herr Huth, vielen Dank für heute und dass Sie sich die Zeit nehmen, in Zukunft mit uns zusammen eine wunderschöne Serie über Bad Kreuznach zu machen. Ich freue mich und seid gespannt.
eine große Freude. Wir sind bei Dr. Michael Fester. Er ist Geschäftsführer der Gesundheit und Touristik GmbH Bad Kreuznach. Herr Dr. Fester, die Innenstadt brummt, der Kornmarkt brummt. Was führt Sie heute Morgen natürlich zur WUF? Sie haben selbst auch Haustiere, haben Sie gesagt? Ja, wir haben immer wieder Hunde, haben auch schon Katzen. Aber unabhängig davon bin ich natürlich für Veranstaltungsvielfalt hier im Zentrum sehr froh. Wir kämpfen ja alle über lebendige Innenstädte. Und was jetzt der Andreas Schnornmeier da auf die Tierbeine gestellt hat, ist ganz toll. Ich finde es aber auch super, weil man merkt ja, die Tierhaltung, Haustierhaltung, die hat eine ganz neue Dimension angenommen. Merkt ja jeder. Das liegt eben daran, dass die Tiere auch immer mehr in die Rolle von Sozialpartnern kommen. Ne? Und da fehlen auch oft die Kenntnisse. Da geht einiges schief. Und deswegen bin ich froh, dass hier Tierheim vertreten ist, Therapiehundestation und dass auch eine Kommunikation hier erfolgt, weil oft fehlt dann auch den Haltern das Wissen, ja, um Probleme lösen zu können und auch die Tiere richtig einschätzen zu können. Das finde ich ganz wichtig. Also das Rundum-Sorglos-Paket, das Herr Andreas Schnorrenberger in meiner Stadt Bad Kreuznach hier heute präsentiert. Haben Sie denn für sich schon irgendwas Neues, was ganz Originelles, was Sie noch nicht kannten, entdeckt? Ja, also das ist dieses Therapiehundestand. Erstens kannte ich die Rasse Elo nicht, die extra gezüchtet ist, um soziale Eigenschaften zu haben, die ideal sind für eben Therapiehunde, die in Grundschulen, in Altenpflegeheimen oder so gehen. Und dann hat mir die Dame auch ein bisschen was von der Ausbildung, von der Wesensart des Tieres erzählt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und finde ich toll, dass man so ein Angebot dann hier hat. Und Sie werden mit Sicherheit den Kornmarkt nicht ohne ein paar Leckerlis oder Spielzeuge verlassen, wenn Sie nachher nach Hause kommen. Genau, ich muss gucken, das ist jetzt ja auch wieder so ein Punkt, die Angebotsvielfalt ist groß, weil unsere hat auch noch eine Allergie, also muss ich gucken, was ich da nehmen kann. Ja. Aber Sie werden mit Sicherheit sehr, sehr gut beraten hier. Ja, genau, so ist es. Ne? Und vergessen wir nicht, dass unser Tierheim ist vertreten. Ja. Und die sind ja auch immer auf der Suche nach Leuten, die bereit sind, Tiere zu übernehmen, die auch in der Lage sind, Tiere zu übernehmen. Und das ist ja, glaube ich, einer der größten Player hier, den wir in Sachen Tierschutz im Ort haben. Ja. Ich glaube, zum Tierheim werden wir nachher auch nochmal gehen und werden wir auch nochmal die eine oder andere Frage stellen. Herr Dr. Fester, vielen lieben Dank, dass Sie kurz für uns Zeit haben. Wir wünschen noch viel Spaß, viele tolle Eindrücke danke, bei der WUF. Danke, dass ihr die Sendung hier macht. Sehr gerne. WUF, die Tiermesse auf dem Kornmarkt hier in Bad Kreuznach. Und da haben wir es uns jetzt nicht nehmen lassen und freuen uns, dass wir kurz mal beim Tierheim vorbeischauen durften. Da haben wir einmal den Dr. Markus Säune, Vorstand vom Tierschutzverein e.V. und die Mona Speicher. Sie ist die Leiterin des Tierheims. Frau Speicher, natürlich hat man ungefähr eine Vorstellung. Was gehört so alles zu Ihren Aufgaben? Ja, also zur Aufgabe einer Tierheimleitung gehört vor allem, dass wir hier bei so einem Heimspiel mitmachen, dass wir hier Ihnen das Tierheim präsentieren dürfen und absolut natürlich auch die ganzen Vorgänge, die im Tierheim ablaufen. Also zum einen die Organisation der Tierpflege, die Dokumentation der Tiere, die bei uns aufgenommen werden und natürlich auch die Erfolgserlebnisse, nämlich die Tiere, die wieder vermittelt werden. Also rundum, eigentlich ist die Tierheimleitung für so ziemlich alles zuständig, was da oben bei uns passiert. Herr Dr. Säune, jetzt könnte ich fast ein bisschen keck fragen, was bleibt denn da für den Vorstand noch übrig? Naja, das ist sicherlich eine berechtigte Frage, aber es ist natürlich auch so, dass man sehen muss, dass wir nicht nur ein Tierheim sind, sondern wir sind ja auch ein kleines oder mittelständisches Unternehmen. Ne? Wir haben halt auch viele Mitarbeiter, die vom Prinzip her dann auch vom Vorstand geführt werden müssen. Wir sind ein Stück weit natürlich für die Finanzierung zuständig, sei es jetzt durch Gewinnung von Spendern und Leuten, die uns halt auch ehrenamtlich unterstützen. Und dann natürlich, man hört es ja auch häufig oder liest es jetzt gerade in der letzten Zeit, die Finanzierung der Tierheime ist halt einfach immer ein Thema. Ne? Also Sie haben es ja gleich richtig gestellt. Das war doch eher keck als berechtigt, meine Frage. Vielen lieben Dank. Frau Speicher, ich bin glücklicher Hundebesitzer, war auch in einer Zeit auch mal ohne Hund. Wenn ich mich jetzt entschließe, ich möchte gerne mir ein Tier zulegen, dann kann ich mich bei Ihnen im Tierheim ja auch beraten lassen. Was ist denn da wichtig auch für potenzielle Hundehalter, Katzenhalter? Ja, also absolut, es ist total wichtig, dass Sie sich vorher bewusst sind, dass wenn man ein Tier aus dem Tierheim adoptiert oder auch überhaupt, wenn man sich ein Tier anschafft, dass man sich Verantwortung bewusst ist. Das heißt, wenn Sie Fragen haben dazu rund um Thema Hund, Katze, Nager oder sonstige Kleintiere, Haustiere, dass Sie vorher anrufen und sich von uns zum einen beraten lassen, aber auch vielleicht bei uns das passende Haustier finden. Also Sie dürfen jederzeit anrufen oder uns eine E-Mail schreiben und dann schauen wir, ob wir den passenden Vierbeiner dann da oben finden.
Herr Dr. Säune, Sie haben das angesprochen, was die Finanzierung betrifft. Ich habe jetzt vor kurzem erst gelesen, auch die Raumkapazitäten werden ja immer knapper in den Tierheimen. Nach Corona, so habe ich gelesen, haben ganz viele ihr Haustier ins Tierheim gegeben. Wie ist es denn da im Moment? Kommen denn viele potenzielle Menschen, die sagen, wir möchten uns ein Haustier anschaffen? Ja, also es ist schon so, dass wir von dem Vermittlungserfolg her durchaus zufrieden sind. Ne? Aber gleichwohl ist es natürlich so, Sie haben es zu Recht gesagt, nach Corona haben die Leute festgestellt, dass in der Realität halt der Hund nicht mit ins Büro kann, womöglich. Ne? Und dann ist es ja immer noch besser, das Tier dann im Tierheim abzugeben, als irgendwo anzubinden. Das sieht man ja auch häufig genug. Aber da kommen wir natürlich auch unsere Grenzen und eine Erweiterung ist nicht ohne weiteres möglich und vor allem auch mit Kosten verbunden. Ne? Herr Dr. Säune, Frau Speicher, wenn jetzt jemand sagt, ich habe mein Herz in welcher Richtung auch immer für das Tierheim entdeckt, ich würde gerne unterstützen, sei es tatkräftig, sei es finanziell, wo und wie kann man denn mit Ihnen in Kontakt kommen? Ja, also in erster Linie auf jeden Fall auf unserer Internetseite, da ist alles auch soweit dokumentiert. Wir freuen uns über jeden ehrenamtlichen Helfer, wir freuen uns über jeden, der eine Beitrittserklärung abgibt und Teil des Tierschutzvereins in Bad Kreuznach werden möchte. Das war das Tierheim in Bad Kreuznach. Herr Dr. Säune, die Frau Speicher hier auf der WUF, auf dem Kornmarkt der Tiermesse in Bad Kreuznach. Vielen lieben Dank, dass wir Sie kurz besuchen durften und danke für die kompetenten Antworten. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. So als Moderator steht man ja immer ein bisschen statisch da, deswegen haben wir uns gedacht, wir gehen jetzt mal zur Bewegungsdynamik. Was verbirgt sich hinter Bewegungsdynamik und mit wem darf ich denn sprechen? Ich bin einmal Jasmin Brandt, Tierphysiotherapeutin und Osteopathin. Das verbirgt sich auch hinter Bewegungsdynamik. Ich kümmere mich um die Gesundheit von Hunden, explizit Hunde. Da ich leider eine Katzenhaarallergie habe, kann ich leider keine Katzen behandeln, aber dafür bin ich auch hundespezialisiert. Wie kommt man auf die Idee, frage ich mal salopp, Tierphysiotherapeutin zu werden? Und was muss ich denn fachlich tun, um mich, wie Sie, Tierphysiotherapeutin oder Therapeut nennen zu dürfen? Tatsächlich kam ich über meinen eigenen Hund zur Tierphysiotherapie und zur Osteopathie. Mein Hund hat selbst Hüftgelenksdysplasie und von daher habe ich Wege gesucht, um ihn da zu unterstützen und kam daher dann auf Physiotherapie. Wollte immer tatsächlich schon mit Tieren arbeiten, vor allem mit Hunden. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, den Weg zu gehen, die Ausbildung zu machen. Man macht ein einjähriges Fernstudium, wo man auch Präsenzunterricht hat. Das heißt, man lernt da alles Praktische dann vor Ort. Wird es denn von Hundebesitzerinnen und Besitzern, wird es jetzt mittlerweile, rückt das stärker in den Fokus? Hat man auch mehr Bewusstsein, was die Gesundheit des eigenen Tieres, des Hundes betrifft? Auf jeden Fall. Also die letzten Jahre ist das sehr intensiv geworden. Am Anfang war einem das gar nicht so bewusst, dass es Physiotherapie und Osteopathie auch für Hunde gibt. Für den Mensch ist das immer mehr wieder im Fokus geraten. Aber mittlerweile ist das auch wieder für das Tier sehr präsent und wird auch immer mehr gefragt. Und da es sowas in Bad Kreuznach nicht gibt, habe ich gesagt, das kommt einmal nach Bad Kreuznach und ich möchte den Hunden in Bad Kreuznach was Gutes tun. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man auch Hundehaltern mal einen Impuls gibt, da würde ich mich gar nicht ausnehmen, dass man auch mal den Fokus darauf legt und sieht, dass man seinem Hund was Gutes tut. Sie machen sehr, sehr viel Blutegeltherapie. Ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich bei Hauterkrankungen oder bei Wunden der Fall ist. Aber was ich auch toll fand, es gibt sowas Ähnliches wie Unterwasserlaufband. Ist das richtig? Das ist richtig. Da wird einmal der Hund im Wasserlaufband auf ein Band gestellt, auf dem er läuft. Da wird er ganz langsam dran trainiert, sodass er in keine Panik gerät, sobald das Wasser ins Becken reinläuft. Und da kann er unter Wasser ohne großartige Belastung auf die Gelenke seine Muskulatur auftrainieren. Und die Frauchen und Herrchen hier auf dem Kornmarkt, auf der WUF, haben Sie regen Zulauf? Kommen viele und fragen und interessieren sich dafür? Ja, tatsächlich. Also es sind sehr viele Nachfragen, tatsächlich mehr als ich gedacht hätte. Mhm. Aber es wird gut angenommen auf jeden Fall. Ja. Sehr schön, dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag hier auf der WUF, auf der wunderschönen Tiermesse im Herzen der City. Viel Spaß und viele neue potenzielle Kunden. Vielen lieben Dank, Ihnen auch. Vielen Dank. Andreas Schnorrenberger von Meine Stadt Bad Kreuznach. Es ist immer wieder ein Vergnügen auf euren Veranstaltungen, dass wir uns über die Füße laufen und wir dich ein bisschen festnehmen dürfen für ein Gespräch. Heute hier auf dem Kornmarkt die WUF.
die Tiermesse im Herzen der City. Wie läuft es denn an? Also ich bin angenehm überrascht. Ja, wie du schon sagst, wie läuft es an? Ist das Konzept, kommt das bei den Leuten an? Ist es die Zielgruppe, die man erreichen will? Und wir sind gestartet um 11 Uhr heute Morgen. Es sind schon etliche Hunde-Liebhaber mit ihren Hunden vorbeigekommen. Ja, Interessierte. Und es ist auch wunderschönes Wetter und es ist nicht zu heiß, was für die Vierbeiner natürlich richtig, richtig schön ist. Es ist die zweite Veranstaltung. Die erste Veranstaltung, die war Indoor. Ich persönlich finde es toll, aber was war jetzt der Grund, dass man dieses Jahr sagt, man macht es Outdoor und was sprach für den Kornmarkt? Also Indoor war es in der Tat eine außergewöhnliche Location und zwar der große Kursaal im Parkhotel Kurhaus in Bad Kreuznach. Das hat auch jeder gesagt, ist ja verrückt, wie kann man im großen Kursaal eine Hundemesse machen? Letztendlich waren zeitgleich 100 Hunde in dem großen Kursaal, mega, mega schöne Veranstaltung gewesen. Man hatte die große Bühne, man hatte die Logistik praktisch vor Ort, konnte auch Shows machen etc. Und jetzt mit dem Kornmarkt ist es halt schon so, wir überlegen schon, wo kann man wie was machen. Und wenn man ganz ehrlich ist, es gibt nicht die 100% perfekte Location. Ja, alles hat seine Vor- und Nachteile. Und die Veranstaltungen, die wir als Meine Stadt Bad Kreuznach machen, sollen natürlich auch der Innenstadtbelebung dienen. Und so ist es natürlich schön, weil so haben wir richtig viel Bewegung. Wir hören es gerade im Hintergrund, wir haben richtig viel Wuff, passend zum Namen der Messe. Andreas, was gibt es? Das ist der erste Hund, den ich bellen höre, seit 2 Stunden, ehrlich gesagt, ja. Okay. Nein, wir hatten auch schon den einen oder anderen Kleinen, den wir gehört haben, aber der bellt wirklich mit Nachdruck. Andreas, was gibt denn bei dir zu Hause tierisch den Ton an? Eher Wuff, eher Miau oder gibt es da noch irgendwelche andere Stimmen, die man hören kann? Ich bin eigentlich in der Tat eigentlich mehr der Katzentyp. Man mag es kaum glauben, er hatte auch 2 Katzen. Sind leider schon dahingeschieden, ja. Und wir haben auch noch 2 Hunde, ja. Chihuahua und Yorkshire. Ich wollte gerade sagen, ansonsten bietet sich hier die Möglichkeit, ganz viele Freundschaften zu schließen. Und ich habe den Dr. Fester vorhin schon gefragt. Ich gehe mal davon aus, dass du heute und morgen nicht ohne Leckereien und Spielsachen nach Hause gehen möchtest, oder? Für mich jetzt? Nein, weniger jetzt dieses Mal für dich als für die 2 Hunde. Also, das ist immer der Vorteil, wie beim Sweetwood Festival. Als Veranstalter bist du natürlich voll dabei, ja. Und ich sage jetzt nicht, dass ich mich durch die Hundeleckerlis hier durchbringen kann, aber unsere Hunde können es, ja. Also werden sie auch machen, ja. Das ist sehr schön. Andreas, vielen lieben Dank. Wir wünschen dir noch 2 richtig schöne Tage hier mit richtig tollen Gesprächen, netten Gästen und mit Sicherheit wird das eine oder andere Positive noch an Feedback kommen. Wir haben schon einiges gehört, sowohl von Besuchern als auch von den Standbetreibern. Wir sind immer auch vor allen Dingen für konstruktive Kritik zu haben. Nur daraus kann man aus den Fehlern lernen und niemand ist unfehlbar. Letztendlich ist es auch ein Dankeschön auch mal an die Stadt Bad Kreuznach, ja, die diese Wuff auch mit unterstützt hat. Das muss man auch mal sagen. Und wenn diese Synergien sich ergänzen, und dann sind auch außergewöhnliche Veranstaltungen möglich. Also von daher in dem Sinne auch an die Stadt nochmal herzlichen Dank. Und natürlich Dankeschön an alle Liebhaber, Tierliebhaber, die uns besuchen oder besucht haben. Andreas Schnorrenberger vom Veranstalter Meine Stadt Bad Kreuznach für nahe.tv. Vielen Dank. Danke. Von Andreas Schnorrenberger, dem Veranstalter Meine Stadt Bad Kreuznach von Wuff. Da ist der Weg zu Andreas Geldmacher gar nicht so weit. Und Andreas, der Knaller ist, ihr wart ehemalige Nachbarn. Wir sind ehemalige Nachbarn, genau. Wir kennen uns auch durch sein Haustier. Er hat ja lange Jahre auch eine Katze gehabt. Und da hatten wir wirklich eine schöne, angenehme Nachbarschaft gehabt. Ja. Und durch Zufall, natürlich wusste ich, dass heute am Wochenende das Fest ist. Wetter spielt ja mit. Und wie man das sieht, man sieht nur glückliche Gesichter und alles das, was der Andreas macht, hat ja immer Hand und Fuß. Es ist ja wirklich eine Bereicherung für die Stadt und es ist auch wirklich schön, muss ich sagen. Er hat auch schon seine Leckerlis gewonnen, nachher kriegt er vielleicht noch eine neue Leine. Schauen wir mal aus, weil ist ja genug da. Es ist einiges geboten und das wollte ich gerade nochmal sagen. Um euch rankt sich ja eine Katzengeschichte, also eine der Geschichten aus eurer Nachbarschaft, die mit Sicherheit sehr, sehr schön war. Aber bei dir gibt Wuff den Ton an. Bei mir gibt Wuff den Ton an, genau. Also jetzt müssen wir natürlich sagen, wir haben zu Hause einen Kleintierzoo. Das heißt, wir haben eine Katze, wir haben den Hund, die verstehen sich sehr gut. Und wir haben auch einen Huhn, mittlerweile leider noch eins, weil die anderen verstorben sind. Und das Schöne ist einfach, dass er ist ein griechischer Straßenhund und er verträgt sich mit allen Tieren, solange die ihm das Futter nicht streitig machen wollen. Und dann ist das eine ganz schöne Sache. Wie gesagt, so ein Kleintierzoo auf dem Dorf, wo man mittlerweile wohnt, ist wirklich schön, ja. Und nach den Leckerlis und eventuell neue Leine, hier gibt es ja noch einiges zu entdecken. Der Kornmarkt ist groß, viele, viele Anbieter. Genau. Wir wünschen jetzt noch eine wunderschöne Entdeckungsreise, einen schönen Samstag. Danke. Und lieber Andreas Geldmacher, vielen Dank, dass du kurz für uns Zeit hattest. Genau, das wünsche ich auch und noch viel Erfolg nahe.tv. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Danke.
Das war unser Bericht für NaHTV von der WUF, der Tiermesse auf dem Kornmarkt hier in Bad Kreuznach. Der Keno war ein super Assistent, natürlich jetzt ganz schön gelenkt von Gerüchen und von Instinkten. Und deswegen versuchen wir trotz Mikro, dass er jetzt noch ein Leckerli bekommt als Belohnung. Keno? Der Keno hat uns super Dienste erwiesen. Er hat super Interviewgäste für uns aufgespürt. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Uns hat super gefallen. Das Wetter war super stimmig. Tolle Veranstaltung, tolle Leute, tolle Hunde kennengelernt. Das war unser Bericht von der WUF, vom Kornmarkt im Herzen der City in Bad Kreuznach.